Hallihallo, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit dem Cyrus, der willig da liegt, und dem SCV. Na du? Du bist ein Ninja, okay, das erklärt, warum du irgendwann verschwunden bist. Ja, siehst du. Ich hab dich angeguckt, dann warst du weg im Bett. Ja. Dann hab ich weggeguckt, dann hab ich wieder hingeguckt, dann warst du wieder da. Tja, ich war kurz auf Klo. Ah, du warst kurz auf Klo. Ja, ich bin auch wieder dabei. Euer Ninja Cyrus. Syratz. Aus Syrazien. Ach, hallo. Der hat uns auch die Crafting-Box da weggeballert. Ach, die hier steht. Stand. Ja. Stand. Korrekte Zeitform. Ah, ja. Böser Kicker. Mach ich doch mal eine neue hier. 1, 2, 3, 4. In 4 Schritten. Toll. Yay. Was bist denn jetzt? Katze mutiert oder was? Miau. Ach je, Mini. In jeder Folge was Neues. Wird nie langweilig. Cool, oder? Ja, dann. Ja, super. Wir freuen uns alle. Ja, super. Setz dich. Ego, nicht diese. Mach's dir bequem. Nimm dir einen Keks. Du Arsch! Ach, eigentlich müsste ich mir das mal wieder ansehen. Warst du schon mal bei einer Kreuzung dabei? Dörte. So, das Dach ist schon mal da. Ich glaube, den Boden innen drin werde ich auch mit dunklem Holz machen. Zur Kreuzigung? Ja. Okay. Jeder nur ein Kreuz. Zur Kreuzigung? Nein, Freispruch. Ah, ach so, ja. Na dann. Nein, Scherz. Scherz, Dude. Oh Mann. Meine Frau heißt auch Brian. Beim dritten Mal zieht das irgendwie nicht mehr. Naja, egal. Versuch. So. Boah, das reicht. Ist das ein Hühnergehege? Ah, guck keine Tür an, wenn du ein Steak essen willst. Hm? Guck keine Tür an, wenn du ein Steak essen willst? Ja, genau so. Weil es dann klapp, 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 klapp macht. So ein bisschen Lebensweisheit. Schau keine Tür an. Okay, Omi. Ah, jetzt haben wir noch ein Problem. Du hast Tamarin? Du weißt nicht, nö, eigentlich nicht. Aber ich weiß, dieses Problem zu lösen. Ba, 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 da. Und wer kann mir sagen, welche Musik das war? Was? Ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. Oh. Aber klang ein bisschen wie Zelda. Wird's aber nicht gewesen sein. Nein. Leider bekommst du dann damit kein Battlefield 3 Key. Yay. Verdammt. Wer bekommt denn jetzt nur einen? Keine Ahnung. Irgendeiner auf dieser Welt hat sicherlich gerade einen bekommen. Ich habe noch einen über. Wir könnten einen Raffle machen. Was könnten wir machen? Einen Raffle. So geil. Jeder, der in die Comments schreibt, was für eine Musik das war, bekommt den Key, oder der erste. Oder wir suchen seinen aus. Ja, dann ist das jetzt offiziell, oder was? Ich muss gucken, ob ich den Key noch habe, bevor ich sage, dass ich einen habe. Ja, das wäre, also, vielleicht in der nächsten Folge dann. Ich habe nämlich irgendwie so 15 Game Keys, die ich nicht benutze.
Scheiß Humble-Bundle, weißt du? Ja. Dieses Humble-Bundle immer. Humble-Bumble, wie es einer Freundin von mir sagt. Ach, schön, ja. Oh Gott. Wie hat man nochmal das Tor gemacht? Das Zauntor. Auf 1, 4 und 3 und 6 kommen Sticks und bei 5 und 2 kommt ein Holzblock. 1, 4, 3 und 6. Da kommt die Sticks Ein Stick. und auf 2 und 5, ganz normaler Holzblock. Also Planks. okay. Ha. Okay. So noch Geld? Ich brauche immer genug Sticks und Steins. Ich verstehe. So, was machen wir hier in die Hütte eigentlich? Truhen? Oh, verdammte Mücke. Zwei Bettchen. Schon wieder? Ach so, ach, das soll unsere neue Übernachtungsmöglichkeit hier werden. Es ist ein Bauernhaus und ein Bauer braucht ein Bundi Bett. Der Die schläft im schlafen doch Feld. nicht. Ein Bett im Kornfeld. Ei. Rettet euch! Rette sich, wer kann! So, jetzt. Ach, nee, das ist der Zaun, nicht Stab. Mäh. Eins, drei, sechs. Ey. Das klingt bei dir echt kompliziert. Ja. Ich konnte gerade nicht folgen. Mein Gehirn ist gerade irgendwie so. Wäh. Updates werden geladen. Ja, so ähnlich. Wo kommt der Baum daher? Ist da ein Baum gepflanzt? Nee, weißt du? Der ist vom Himmel gefallen, oder wie? Jo, Tür. Tür. Tolle Tür. Cool. Funktioniert etwa. Hab's geschafft. Uha, uha, muha. Ich habe ein Tor gebaut. Gott, wer ist denn hier? Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, wer ist denn hier? Ah! Miau. Ja, wirklich hinter mir. Was? Er war wirklich hinter mir, habe ich gesagt. Ja, nee, hör mal, ja. Nein! Ich habe nur wieder die falschen Blöcke verwendet. Good job. Hallo, Hühnchen. Komm raus da. Du Hühnchen, dein Ende ist nahe. Also so viel Bocken wie will. Aber Mensch, ist das schön. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie nicht drüber hinwegfliegen, ne? Ach, die können eins rüberfliegen? Ich weiß immer nicht so genau. Werden wir mal beobachten. Hey, warte mal, da könnte man doch eigentlich sich das mal ausprobieren. Was war das denn? Das war eine ungeschickte Mitbewohner. Ah, nee, hat nicht geklappt. Ah, hat doch geklappt. Bin ich getroffen. Toll. Wir stehen beide so seitlich und rausgeschossen. Hä? Nanu? Kommt ein Hähnchen raus? Naja, nee, ich habe die noch mal, also die zwei freien Hühnchen noch mal miteinander und so, ne? Oh, Mann, du hier willst du noch ein paar Kerzen aufstellen? Warte, komm, hier ist auch Kerzen. Da Dann müssen wir eh Kerzen machen, damit da kein aufstellen. Creeper sich in den an den Hähnchen zu Eieiei. schaffen macht. Da Truhe. Man hört ja oft von Creeper-Vergewaltigung. Naja, ständig. Oh, mit Terrasse vorn dran. Ja, klar.
Jeha. Weiß noch nicht, ob ich die so abgerundet lasse oder ob ich die gerade. Sieht cool aus. Passt so? Passt so. Passt so. War eigentlich nur eine Notlösung wegen der Tür, weil ich halt drin Slaps habe. Dann kann ich. Mach die doch eins höher. Noch eins höher. Na, die Slaps abbauen, einfach eins höher setzen. Auf die obere Grenze des Blocks, wisst ihr? Ja. Dann stelle ich da noch so. Einmal drum, Zäune. Wie du es ich von dran. Dir mal. Nö, nee, einfach nur vorn dran. Dann mache ich hier okay. So Zäune dran, weißt du? Ups. Okay. Nicht so. Also ähnlich. Ja, hab schon verstanden. Ich mach das mal und dann kommst du mit deinen Zäunen. Beeil dich schon, Boy. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Die Sonne geht dabei. Unter. Ich bin dabei. Gleich sind wir Left 4 Dead. Dann müssen wir die, glaube ich, eckig machen, aber. Hast du da eigentlich eine Holzhelle-Axt aus Eisen? Hm. Dachte mir schon, hier Conan der Barbar steht neben mir. Ah, machen wir mal gerade so ein bisschen. Achso. Wo jetzt dann, oder wie? Hm. Oh ja, hat was. Hat was. Oh yeah. Können natürlich auch auf der anderen Seite das noch diese untere Stufe einmal komplett rum machen. Dann, weiß nicht, dann ist das nicht so freischwebend. Das sieht, glaube ich, dann besser aus. Jetzt mal auf der Seite hin. Oder du machst es einfach nur so ein. Oh doch, das sieht besser aus. So ein Eckblock oder so. Block? Eckblock? Ja, hier da, ne? Einfach ja. Ein Slab drunter setzen oder hättest du den aus einem vollen Block machen können. Dann hätte es aussehen, als hätte das Ding Pfeiler gehabt. Ich mache mal wieder mein Schwert ready, solange du hier arbeitest. Ja, siehst du? Geht auch. Knuffig. Okay, und zurück. Und zurück. Ganz schön. Er hat Bäume. Bäume. Ja, weil wir so wenig. Weil wir so wenig Holz haben. Ich habe so viel Stacks im Inventar. Doch gesagt, dass ich. Oder Dark Oak. Ja, Oak. Ah, okay. Okay. Egal. Wir retten weniger. Aber. Nee. Wayne. Ist egal. Holz kann man immer gebrauchen. Holz vor der Hütte ist immer gut. Ja, dann wirklich. So. Das ist ja jetzt eine tolle Hülle hier, ne? Da müssen wir jetzt. Kommt auf jeden Fall Bench rein, Crafting Table. Packen wir die denn hin? Und machen wir da hin. Hier können wir sogar noch ein zweites Gehege daneben stellen. Mit Kühen oder Schweine haben, ja. Exakt, ja, Mundo. Hätte das Schwein sich nicht dazu entschlossen, mir auf das Dach zu steigen, wäre es möglicherweise noch am Leben. Schön. Mann, sieht das idyllisch aus. Ich kann mir nur wiederholen. Müsste man hier noch irgendwie eine Art Silo hinmachen? Wassertank? Nee, kein Wasserturm. Silo. Getreideturm. Silo, ja. Ob du es glaubst oder nicht, man nennt sowas Silo. Du hast gleich einen Stein am Kopf geworfen und ich werde dann sagen, dass ich es war. Cool, dann weiß ja meine Versicherung, wo sie sich hinwenden muss. Genau. Silo. Bin eher dafür, dass wir dann noch ein Getreidefeld backen. Ja, passt ja kein Weg mehr durch. Du musst ja kein. Oder. Kein Getreidefeld, sondern für Möhren und Karotten. Ja, das ist sowieso der Plan.
Wir können ja auch ja. hier, denn hier oben noch, wisst ihr? Ist auch noch eine Fläche hier. Na gut, muss man ein bisschen einebnen. Kann man auch noch ein Feld drauf. Wenn wir das nicht einebnen, können wir hier nur Reis anbauen. Ja, yeah, Terrassenanbau. So, ich baue mal da Zäune. Hier. Hast du noch drei, Zäune? 4, 2, 3, Sand. Ich habe 7 Zäune. Und pack die doch schon mal um das. Da. Um das Kreidefeld. Ach so, ja, für Sicherungszwecke. Genau. Hui, hui. 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 Jetzt so irritiert, dass du einen Fehler gemacht hast. Ja. Ist auch ein Tor dabei? Noch nicht. Ah! Oh, was wollen wir jetzt hier noch? Wie lang ist das hier? 9, ne? Dürfte 19, 11. 11. 11 und ein Tor. Ne? Ja. Ja. Toll. Zack. So, ihr Süßen, gebt mir mal eure Eier. Wow. 8 Eier geworfen. Und Dinge, die man nicht in einer Rugby-Umkleidekabine sagen sollte. Hä? Was? So, Leute, gebt mir mal das Ei. Du, ihr Süßen, gebt mir mal eure Eier, hattest du gesagt. So. Was können wir jetzt noch verbrechen? Joa. Theoretisch bräuchten wir noch. Achso, wir wollten ja noch ein bisschen warten, bis wir Pfeile machen können, ne? Genau, also. Der Neta Exploration. Langsam bräuchten wir auch mal einen Verzauberungstisch. Und dazu müssen wir auch ins Neta. Ja, na gut, wir können auch ohne. Aber dazu brauchen wir mehr Diamanten. Genau, also für einen Verzauberungstisch brauchen wir nicht ins Neta, aber wir brauchen nicht unbedingt einen Verzauberungstisch, um ins Neta zu gehen. Wäre nett, aber nicht unbedingt notwendig. Brauchen nur Pfeile. Pfeile ohne Ende. Verzauberungsding brauchen wir nur, um unsere Levels abzubauen. Hm? Genau. Unsere aufgebauten Steroide. Ja, nachdem ich ja letztens mal irgendwie aus dem Fenster gefallen bin. Nee, in die Lava bin ich gefallen. Ich wurde auch aus dem Fenster gefallen. Ja, aber du hast überlebt. Nee, ich bin einmal gesprungen und hab nicht überlebt. Stimmt. Und man beachte, ich bin absichtlich gesprungen. Ja. Warum ist ja eigentlich so viel Grünzeug? Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt an dir. Echt? War ich das? Ja, du bist mit Knochenmehl mal irgendwann. Oh. Deiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Ja. Gleich mal schlafen. So. Macht Küken! Macht Küken! Geht doch! Geht doch! Und der Herr sprach: Vermehret euch! Plopp! Küken da! So, mit der lustigen Schwimmeinlage hier werden wir jetzt auch die Folge mal wieder beenden. Und wir sehen euch dann im nächsten LP, genau. Bis dahin. Elpe. Sprich mir nach. Elpe. Elde. Okay, ciao. Tschüss.